Hallo Leute, willkommen zurück. Euer Blessed hier mit Anno 1800. Schon Folge 10. Wir wollen direkt mal weitermachen und reinstarten. Wir haben hier noch zwei Aufgaben offen. Und auf jeden Fall die Herausforderung, noch die Bilanz weiter zu erhöhen. Da werden wir gleich mal reinstarten. Mit dem Schiff sind wir schon vor Ort. Keinerlei Verpflichtungen. Oh, ein Geldgeschenk von Beryl, das ist ja auch selten. Ist es Ihnen gestattet, mir zu dienen? Es geht nichts über den Versuch. Eine Bauaufgabe, das ist ja auch mal was Seltenes. Zumindest hatte ich das noch nicht so oft. Zweimal Pavillon, das kriegen wir hin. Genau der hier. Wie süßer Regen nach langer Dürre. Absolut leicht verdientes Geld. 20.500, das ist richtig viel. So, wie sieht's aus bei unseren Handwerkern? Die brauchen immer noch Konserven. Genau, ich hatte ja hier angefangen mit der Paprikaproduktion. Muss mal gucken. Nein, noch keine Handelsroute. Das werde ich gleich einstellen. Sobald. Nein, ich habe ein Schiff. Okay, nein, das sind nur die. Das sind nur die Kanonenboote. Ich werde noch einen Schoner bauen. Wobei ich. Ne, ich habe schon einen. Erlösen Sie mich. Ein echter Gesetzeshüter. Zur Stelle. Aber wir können ja auch noch einen vertragen, kein Problem. Steuermann! Jetzt bringt uns das Buch. Für Kirche und Kapelle minus 30% Unterhaltskosten. Aber auch minus 5% Reichweite. Ei. Sind unterwegs. Und ich dachte, du hättest ein Händchen dafür. Der ist noch unterwegs, genau. Da gibt es auch gleich wieder ein bisschen Kohle. Haltet sie auf Kurs! Ich bin das Werkzeug, das Gottes Urteil vollstreckt. Das grenzt. Segel setzen! Gut, dann fahre ich mal hier hin. Und stellen die Route ein. Einmal Paprika verschiffen. Auf unsere Hauptinsel. Das ist unser Schiff, genau. Sehr gut. Genau. Handelsroute ist eingestellt, eingezeichnet, Schiff perfekt. Vom Stapel gelaufen. Neue Befehle? Einmal kurz reingucken, wie sieht's aus mit der Auslastung? Alles da, alles. Vielleicht noch ein bisschen Getreide.
mich erschreckt. Alles erledigt? Klar. Ich war ziemlich sicher, dass du das hinbekommst. So, das hätten wir eingestellt. Leinen los. Das ist nicht unsere Insel. So. Auf Kurs halten. Genau, hier könnten wir mit der Stahlproduktion loslegen. Alle Voraussetzungen sind da. Ansonsten eine Metzgerei. Das sieht doch ganz gut aus. Gut, das heißt, Paprika kommt auf unsere Hauptinsel. Wir können jetzt hier noch mal drüber schauen. Wenn dann die Zeitung ich Sie bei besonders guter Laune, ist. Direktor? Wenn Sie darauf bestehen kann, möchte ich dem nicht widersprechen. Konserven. Es trägt Ihre Handschrift. Ihr Verhalten wirkt fremdartig auf mich. Schau doch einfach mal hier dazwischen. Okay, das braucht nur 4 Felder. Konservenfabrik ist auch ziemlich groß. Aber hier in der Mitte ist ja noch genug Platz. Vielleicht könnte ich auch mal die ein oder andere Handelskammer hier mit einplanen.
So, genau. Ich muss auf jeden Fall mal anfangen, mehr Häuser zu bauen, beziehungsweise auch aufzuwerten. Das ist ja hier kein Problem. Für die Bilanz, dass die mal wieder aufgebessert wird. Auch auf meiner Zweitinsel. Wie sieht es mit der Stahlproduktion aus? Läuft langsam an. Das Gute ist ja, auf der einen Seite, wenn man solche große Produktionen aufbauen möchte, braucht man ja hier viele Arbeitskräfte. Und somit, wenn man die so wie ich eben direkt aufbaut und hat diese Arbeitskräfte noch nicht, ja, dann ist man gewissermaßen gezwungen, mehr Häuser zu bauen und mehr Häuser aufzuwerten. Und so kommt man auch in der Bilanz ganz gut voran. Das ist eine Möglichkeit, wie man das Spiel spielen kann. Aber man sollte es natürlich nicht so lange herauszögern. Auch wenn wir hier ein gemütliches Let's Play machen. Irgendwann muss man ja auch mal skalieren. Krise. Man kann es nicht anders bezeichnen. Wo ist unsere Königin? Sondermeldung. Ihre Majestät, die Königin, scheint spurlos verschwunden zu sein. Bisher gibt es keine offizielle Verlautbarung, doch Sir Archibald Blake, der sich jetzt gerade zu Wort meldet, der Haushofmeister ihrer Majestät, wirkte bestürzt, als er heute Morgen die Stufen des Palastes hinabschritt. Ja, das ist die Meldung für die Tour ins Cup, Cup Trelawney, wo unsere Königin hier verschwunden ist, und zwar betrifft das das DLC gesunkene Schätze, was ich hier in dem Spiel auch aktiviert habe. Ich spiele übrigens mit allen DLCs, die es zurzeit gibt, und ist natürlich auch wieder verbunden mit einer Expedition. Schiff unter Beschuss. Wie bitte? Schoner steht bereit. Das ist nicht gut. Von mir aus
Nicht bevor wir kriegen, was du findest. Das war ein Sturm. Das war nichts. Ja, alle bis auf Beryl. Beryl ist sehr hartnäckig, was den Waffenstillstand und den Frieden angeht. Na gut, Frieden haben wir ja, aber die Handelsrechte meinte ich und den Nichtangriffspakt, das ist aktuell noch nicht möglich. Wir sind ja auch deutlich unterlegen, was das Militär angeht. Das wird ein teuflisches Vergnügen. Versprochen. Ich weiß das zu schätzen, Schätzchen. Kein Problem, das nehmen wir doch mal an. Eine Fregatte kriegen wir hin. Neue Befehle? So, weiter mit der Konservenproduktion. Produktionskette. Du bist einer, der Dinge einmal zu oft hinterfragt. Na, das lassen wir jetzt mal so stehen. Paprika kommt regelmäßig, sehr gut. Schiff unter Beschuss. Ein ziemlich fairer Kampf, wie ich finde. Flotte erwartet Befehle. An die Segel und Rast! Ja, das war's schon. Flotte unterwegs. Segel setzen. Und dann holen wir uns die Belohnung ab. Hier brennt es. Ah. Was ich jetzt total vergessen habe, das machen wir jetzt auch gleich. In die neue Welt gucken, wie es da aussieht. Alles bereit. Hier haben wir Bananen, Fischöl und brauchen jetzt noch unsere Küche. Auch eine steht hier schon. Hier muss ja die Bevölkerung natürlich auch wachsen. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt.
Fürs Erste sieht es doch schon mal ganz gut aus. Admiral auf der Brücke! Wir müssen uns auch zeitnah nach einer zweiten Insel umschauen hier. Was du heute kannst besorgen. Ach, mein kleiner Glücksbringer. Wunderbar. Das war doch auch mal leicht verdientes Geld, würde ich mal behaupten. Die alte Dame ist Verlass. Zwischenziel erreicht. Hier in der neuen Welt. Status Kleinstadt. Wer selbst wachsen will, muss auch andere wachsen lassen. Jetzt haben wir denn hier wieder eine Lieferaufgabe. Na dann. Ich schwebe wie auf Wolken. Springen wir halt mal ein bisschen hin und her. Ihr Verhalten ist vorbildlich. Hier, was liefern wir denn? Eine Gedichtsammlung. Kurs gesetzt. Sonst läuft alles gut. Oh, Bauern, das läuft nicht gut. Warum das? Das ist gut, wir haben genug Materialien, um das Varieté zu bauen. Und wie weit sind wir hier? Unterwegs. Das soll auch jetzt unser letzter Akt für diese Folge sein. Bekommen wir noch ein paar Handwerker dazu. Und auch ein bisschen Kohle gibt es da. Sehr gut. Wunschlos glücklich leiste ich die beste Arbeit. Und würde man sagen, mit diesem Anblick sage ich, habe mich gefreut wieder bei dieser Folge und würde mich auch freuen, wenn ihr nächste Folge wieder dabei seid mit Anno 1800 bei mir bei Blessed Gaming Corner. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.